Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit dem Zen Garden Paraguay Team und wir berichten euch wieder von der Baustelle. Etwas, was sich die Woche verändert hat, seht ihr hier, das ist die Rückseite vom Sicherungskasten von diesem vorderen Gebäude hier, das heißt vom Empfangsraum. Hier ist ja dann das Hausmeisterhäuschen und dahinter haben wir noch das Holzhäuschen. Und der Sicherungskasten wird seine Öffnung in der Rezeption haben. Das ist die Rückseite, wird natürlich hier noch verputzt. Davon sieht man später gar nichts mehr. Ansonsten könnt ihr sehen, hier ist verputzt und wir schauen jetzt in das zukünftige Bad des Hausmeisters. Kommt mit rein! So, also hier ist es jetzt ein bisschen angekommen. Die Leitungen liegen alle schon, das sieht man hier, das ist für die Dusche. Hier ist schon verputzt, da ist für das Waschbecken und für die Toilette. Hier die Wand ist ohne Leitungen und hier ist natürlich die Außenwand mit Fenster, also quasi hier wird die Dusche sein. Das Fenster ist schön weit oben, um die Privatsphäre unserer Hausmeisterfamilie zu gewährleisten. Und ich denke, nächste Woche ist hier fertig verputzt. Hier oben, wenn ihr reinkommt und euch das gleich anschaut, hier oben sind die Anschlüsse schon für den Warmwasserboiler. Auch das ist in Paraguay nicht so üblich. Wir machen das schon im Hausmeisterhäuschen und später natürlich in allen anderen Häusern auch. So, und wir können... jetzt sogar schon in das Holzhaus hinein. Folgt mir bitte. So, das ist das Holzhaus, in dem wir Sachen lagern werden, zum Beispiel Ernte oder auch andere Sachen. Ihr seht, das ist schon wunderschön hier mit Holz verkleidet. Wir haben ein Fenster, die Tür fehlt noch, das Dach ist schon drauf. Oben fehlt natürlich noch, dass es abgedichtet wird vom Übergang vom Holz zum Dach, aber es kommt die Woche da. Es ist das isolierte Metalldach und die Wände sind eben auch schon verputzt, so dass es jetzt hier, ich schätze mal in 2 Wochen, ist der Boden drin, sind die Wände gestrichen und alles ist soweit fertig, dass wir es nutzen können. Denn wir werden natürlich Sachen, die wir für die Baustelle kaufen, die jetzt nicht für alle zugänglich sein sollen, wie zum Beispiel schon Toilette oder so Sachen für das Hausmeisterbad, werden wir hier drin lagern und verschließen. Ja. Ihr seht, das ist die große Entwicklung dieser Woche. Das Haus ist richtig, richtig heftig vorangegangen. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß, eine wunderbare Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!